Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Stage at 7. Mein Name ist Clara Andrada. Ich bin Soloflötistin des HR Symphonieorchesters. Zusammen mit meiner musikalischen Partnerin Maria Ollikainen. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute Abend einen kleinen musikalischen Gruß darbieten zu können. Sie werden zwei Hauptwerke des Repertoires für Querflöte und Klavier gleich hören. Die Sonate von Francis Poulenc und die Ballade von Franck Martin. Poulenc schrieb am Ende seines Lebens eine Reihe von Werken für Blasinstrumenten und Klavier. Musikkritiker beschreiben seine Musik als schmerzlich und schön zugleich, mit viel Gefühl, aber durchaus mit ironischen Elementen. Man behauptet, es ist eine der meistgespielten Werke für Querflöte und Klavier überhaupt. Der Schweizer Franck Martin hatte eine Vorliebe für das Genre Ballade, eine kleine musikalische Form in einem Satz, die lyrische und lebhafte Motive in einer narrativen Art kombiniert. Es erlaubt dem Soloinstrument, viel Virtuosität zeigen zu können. Die Ballade für Querflöte und Klavier wurde im 1939 geschrieben. Es war ein Auftrags- und Pflichtwerk für den berühmten internationalen Wettbewerb in Genf. Das ausdrucksstarke Solothema der Ballade klingt zunächst fragil, wechselt aber immer wieder zu schnelleren und unruhigen Motiven. Wir hoffen sehr, bald für Sie live im Konzertsaal wieder spielen zu dürfen und bedanken uns sehr beim Hessischen Rundfunk für die Möglichkeit, mit Ihnen in dieser Form in Verbindung bleiben zu dürfen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Thank you.